Ja, liebe Leute, es ist kein April-Scherz. Heute ist der Restart von meinem Twitch- und YouTube-Channel. Das Datum ist natürlich sehr gut gewählt, weil der 1.4., den hat man nicht immer montags. Wie in einem anderen Infovideo bereits schon gesagt, wollte ich ja am 1.3. schon anfangen. Da war aber dann der Urlaub. Da habe ich gedacht, Montag, 1.4. ist eine gute Idee. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zum Restart des YouTube- und Twitch-Kanals. Ich freue mich mega, die letzten 2 Wochen waren extrem nice. Ich habe sehr viel an Transportfieber weitermachen können, besser gesagt an der Rhein-Ruhr-Map. Und da folgt noch ein Infovideo im Laufe des Tages. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das ist mega cool. Ich habe die Baugeschwindigkeit irgendwie erhöhen können. Fragt mich nicht wie. Wahrscheinlich hatte ich zu viel Erholung oder genug Erholung im Urlaub. Bin jetzt die ganze, muss jetzt die ganze Power loslassen beim Bauen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht jetzt das Bauen gefühlt schneller. Wahrscheinlich liegt es so daran, weil ich es schon mal gebaut habe. Aber ja, ich freue mich mega, dass es wieder weitergeht. Und es gibt etwas Neues. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir gemeinsam wieder für die Livestreams eine Community Map spielen. Das soll nicht so verlaufen wie die andere, dass ich da offline dran weiterbaue. Das möchte ich gerne nicht. Ich möchte gerne diese Karte mit euch zusammen in den Livestreams bauen. Das heißt, Rhein-Ruhr und Köln wird sich komplett Richtung YouTube bewegen. Und wird sozusagen kaum noch Teil von Livestreams werden, wenn jetzt Leute dabei sind. Ja, und ich kann gerne kurz eine Umfrage unten reinstellen, wenn ihr Köln und Rhein-Ruhr weiterhin in den Livestreams sehen möchtet, dann stimmt bei der Abstimmung mit ja, ansonsten mit nein. Das Konzept der Community Maps sieht folgendermaßen aus. Ich habe schon den Hauptbahnhof einigermaßen aufgebaut, habe schon die Richtungsgleise etwa in die Richtung gemacht, wie ich es mir vorstelle. Und mein Plan ist es, dass ihr entscheidet, wie die Haltestellen heißen. Ihr entscheidet über das Rollmaterial, das dort fährt. Einzig und allein würde ich gern die Logistik übernehmen. Das heißt, ich habe ja mir am Hauptbahnhof schon irgendwas überlegt, wo der Zug halten soll. Es gibt Bereiche für die S-Bahn, es gibt Bereiche für den Fernverkehr, es gibt Bereiche für den Regionalverkehr. Falls ihr da ganz spezielle Wünsche habt, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann, dann könnt ihr die natürlich auch äußern und dann werden wir schauen, wie wir das umsetzen können. Aber lasst euch einfach überraschen, denn heute Montag ab circa 17 Uhr gibt's den ersten Community Map Livestream zum Hashtag Restart. Ich freue mich, dass wir jetzt in der Pause einiges geschafft haben. Einerseits natürlich dieses neue Projekt für die Livestreams. Andererseits hat der liebe Nico, der Manager, einen Discord-Server eröffnet. Da könnt ihr gerne drauf joinen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dort könnt ihr bei Livestreams zusammen mit anderen und natürlich mit mir kommunizieren. Das Ganze wird bei mir angezeigt, dient einerseits natürlich damit, dass ihr, wenn ihr unterwegs seid, den Livestream nicht laden müsst, sondern ihr könnt über den Discord mit mir kommunizieren. Ein Plan ist natürlich, dass ihr über den Discord dann auch Songs requesten könnt. Das betrifft natürlich hauptsächlich die Leute über YouTube, denn es ist nicht möglich, bei Bots Twitch und YouTube hinzuzufügen. Es ist aber möglich, Twitch und Discord hinzuzufügen. Das würde bedeuten, dass der Bot auch Song Requests über Discord erkennt und somit die Leute von YouTube, wenn sie Discord haben, dort drüber ihre Songs requesten können, wenn sie nicht auch Twitch haben. So sieht mal der Plan aus. Das lang angesprochene Thema Merch-Shop habe ich mir in den letzten Wochen auch überlegt. Es sind ein paar Designs bei mir eingegangen. Da herzliche Grüße an Luisa. Ich bin gerade dabei, einen Webseitenersteller zu finden, der mir passt, wo ich das alles schön aufbauen kann.
Und ich hoffe, dass das auch bald ein Thema sein wird. Da wird es natürlich dann hauptsächlich Spaßartikel geben, ist natürlich klar. Ich werde mal schauen, entweder ist in Kooperation mit Spreadshirt oder mit der lokalen T-Shirt-Druckerei hier bei mir im Ort. Das muss ich mal gucken, wer es billiger anbieten kann. Aber Spreadshirt hat da natürlich schon einen Vorteil, denn dort machen die natürlich die ganze Logistik. Du bist einzig und allein der Verkäufer darüber. Aber das Ganze werden wir mal sehen, wie es billiger drauf hinausläuft. Genau, was gibt's sonst noch zu sagen? An der Köln-Karte ist es leider die letzten 2 Wochen nichts passiert. Da ist aber der Verlust nicht so hoch, da ja das Safe Game von Mitte, Ende Januar war. Das heißt, da wird's dann aber auch mal demnächst, wenn Rhein-Ruhr wieder einigermaßen aufgebaut ist und die Linien angepasst sind, wird es selbstverständlich auch mit Köln weitergehen. Und wie gesagt, nicht vergessen, abstimmen, ob ihr Rhein-Ruhr oder Köln in Livestreams sehen möchtet oder nicht. Ansonsten gibt's nicht viel zu sagen. Ich bin mega gehypt. Ach ja, wer's noch nicht mitgekriegt hat, es hat am 1.3. ja das Projekt Factorio gestartet. Das ist nach ein paar Schwierigkeiten jetzt kurz pausiert, denn der gute Nico ist natürlich wieder in der Schule. Da bin ich gerade am Überlegen, ob ich die Schneidarbeit übernehme, denn wir haben schon ein bisschen vorproduziert, ist natürlich klar. Denn wir haben ja, oder wir wollten ja ehrlich gesagt ab dem 1.3. alle 2 Tage ein Video rausbringen und ich war ja dann 2,5 Wochen im Urlaub, deshalb habe ich gesagt, wir müssen ein bisschen vorproduzieren, ob ich ihm die Schneidarbeit abnehme, denn ich möchte das Projekt auf jeden Fall nicht absagen, denn mir gefällt Factorio, da ist auch gerade noch was in Planung, also Work in Process, VIP, also WIP, nicht VIP und da könnt ihr euch noch drüber freuen, denn da kann auch die Community mitmachen. Also falls ihr Factorio habt und gerne an einem Multiplayer-Projekt teilnehmen möchtet, dann wartet noch ein paar Tage, Wochen, bis wir das durchgeplant haben. Dann gibt es natürlich auch ein Infovideo, entweder von mir oder von Nico, wer es besser erklären kann. Wahrscheinlich ist auch noch Fabi mit dabei. Aber das Ganze folgt natürlich dann, wenn es soweit ist. Genau, ansonsten die Links sind unten in der Videobeschreibung. Ich bin mega gehypt. Ich freue mich mega, dass es jetzt wieder weitergeht. Ich würde sagen, wir sehen uns im Livestream. Macht's gut. Danke fürs weiterhin Zuschauen und wir starten in eine neue Ära von Gaming Potatoes. Danke fürs Einschalten. Ciao.